Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Uncharted The Lost Legacy. Und zwar, sobald wir The Western Gates betreten haben, haben wir die Möglichkeit, die Trophäe zu holen, nicht hängen bleiben. So, wie gesagt, es ist wirklich also direkt der Beginn von Kapitel 4. Und das Nicht-Hängen-Bleiben wird gleich ganz klar werden, wenn wir hier einfach mal schauen. Wenn wir nämlich einfach hier versuchen, geradeaus über die Klippe zu fahren, dann bleiben wir hier hängen. Genau. Wir bleiben hier hängen an allen möglichen Stellen, seht ihr hier, auch hier, wir bleiben hängen. Deswegen heißt auch die Trophäe nicht hängen bleiben, denn wenn wir die richtige Stelle auswählen und bei der richtigen Stelle probieren, hier über die Klippen zu fahren, dann gibt es dafür die Trophäe nicht hängen bleiben. Ihr seht, hier geht das überall nicht. Erst hier ein bisschen weiter unten, mehr auf der rechten Seite haben wir die Möglichkeit, hier auch über die Klippe wirklich drüber wegzufahren. So, auch hier haben wir es dann endlich geschafft. Das war's. Mehr ist nicht zu tun. Richtig, einmal in den Tod stürzen und Trophäe mitnehmen. So einfach kann es manchmal sein. Ja, während wir hier drauf warten, dass ich die Trophäe aufpoppe, freue ich mich schon mal darüber, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, vielleicht den Kanal abonniert und so kein weiteres neues Video hier bei mir verpasst. Und am besten natürlich auch noch weiterempfehlen bei so einem kleinen Guide, bei so einem kleinen Kanal, wie ich ihn natürlich habe. Ist immer sehr, sehr praktisch. Deswegen würde ich mich darüber sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goody. Das klang wie ein Kompliment. Seine Männer sind Idioten, aber Asaf... Wir müssen uns auf jeden Fall von ihm fernhalten.